Ja, hallo, und hier ist wieder der Andi von der Arche de Nys. Im Hintergrund meine Bienchen, ist klar, ihr habt die schon ein paar Mal gesehen. Wir haben die auch schon aufgefüttert dieses Jahr. Wir sind jetzt im September, also, und jetzt ist eine Zeit, wo jeder Imker sagt, Vorsicht, Räuberei. Was ist Räuberei? Ganz einfach, andere Bienenvölker kommen in dem Moment, wo ich entweder die Klappe von so einem Bienenstock mal aufhabe und entweder Futter reingebe oder einfach eine Wabe offen ist, die eben Honig hat, dann sagen die anderen, hey, das ist eine einfache Beute. Es gibt jetzt ganz wenig an Blühpflanzen, dementsprechend müssen wir jetzt ganz schnell irgendwo Nahrung herkriegen. Da überfallen wir auch mal schnell ein anderes Volk. Wer das auch gerne macht, sind natürlich Wespen und Hornissen. Und ja, wie soll ich sagen, Mutter Natur hat uns dieses Jahr einen kleinen Wink gegeben und hat gesagt, schau mal hin. Es gibt quasi keine Räuberei, zumindest nicht von den Wespen, denn Wespen waren immer ein ganz großes Thema bei uns. Was passiert ist, ich zeig's euch. Viel Spaß dabei. Es ist relativ früh, wir haben jetzt hier kurz nach 7 Uhr, die Sonne ist gerade am Aufgehen und ja, unsere Bienchen sind schon fleißig unterwegs und versuchen eben irgendwo noch irgendwas irgendwie herzubekommen, was mit Nektar oder Pollen zu tun hat. Jetzt sind ja die Winterbienen am Schlüpfen, dementsprechend haben auch die ein bisschen noch Probleme, jetzt schnell noch was ranzubekommen, damit die kleinen Larven was zu fressen haben. Jo, und die Wespen haben genau dasselbe Problem. Die wollen jetzt eben für den Winter sich nochmal richtig dick und rund fressen, beziehungsweise ihre Königinnen und jungen Königinnen müssen dick und rund sein. Ja, und darum ist es oftmals, dass die Wespen dann eben in die Bienenstöcke einbrechen. Darum haben wir ja schon unten, die Imker kennen das, einfach das Flugloch kleiner gemacht und man sieht so ein bisschen, es brummt und summt. Ja, aber wenn jetzt da ein paar Wespen kommen, die können natürlich da einfach rein und ja, das ist auch an den Wächterbienen kommen die vorbei und haben damit gar kein Problem, innen drin an die Honigvorräte zu kommen. Ja, und wir haben durch Zufall entdeckt, dass nicht eine einzige Wespe in diesem Jahr da drin ist. Und warum? Schaut mal, hier sieht man es eben, die habe ich heute noch nicht entfernt. Oben auf dem Bienenstock liegen ein paar Pflaumen. Liegt daran, dass über den Bienen ein ganzer Pflaumenbaum ist. Und das bedeutete, dass alles, was so ein bisschen irgendwie in irgendeiner Form dann runtergefallen ist, dann haben wir das einfach mal, sonst haben wir es immer brav weggemacht, weil wir wollten ja nicht, dass dann so viel Pflaumen einfach an der Erde liegen, wenn hier an die Bienen muss, dann ist das immer doof, wenn du durch diesen ganzen zermatschten Pflaumen läufst. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen viel auf dem Acker zu tun und haben das einfach mal verpasst. Und alles, was da unten liegt an Pflaumen, hier, ich schaue mal direkt vor dem Bienenstecken, an der Erde, da ist alles voll mit Fläumchen. Und die Wespen gehen daran wie wahnsinnig. Das ist also eine wahre Freude zu gucken, wie die Wespen alle vor den Bienenstöcken an der Erde sind. Und ich habe dieses Jahr nicht eine einzige Wespe beim Räubern entdeckt. Das ist echt Wahnsinn. Selbst wenn die an die Stöcke rangegangen sind und haben gesagt, ui, wir müssen jetzt mal gucken, wie sieht es denn jetzt hier aus, dass da in irgendeiner Form, ups, wo ist mein Bienenstock da? So, sonst war immer irgendwie eine olle Wespe mal dabei und hat gesagt, so, ich gehe jetzt da rein. Wie gesagt, nicht eine einzige. Selbst beim Öffnen der Bienenstöcke passiert überhaupt gar nichts. So, und wenn ich an die Erde gucke, dann schaut mal, ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen hier, da fliegen die Wespen rum, suchen sich die ganzen Pflaumenteile da unten aus. Es ist eine wahre Freude. Die gehen einfach nur unten an die Pflaumen, weil das ist für sie eine wesentlich einfachere Beute, als sich mit so einer ollen Wächterbiene zu streiten. Na, gerade eben waren so schön viele da, wie es immer so ist. So, da fliegt mal eine jetzt, genau, jetzt habe ich sie mal erwischt. Tja, schau mal, das ist jetzt nur, wie gesagt, eine, eben war hier alles knüppeldicke voll mit Wespen. Es ist eine wahre Freude. Alles, was an Wespen hier räubern will, geht runter und frisst meine Pflaumen. Und damit bin ich natürlich total zufrieden. Die sollen ruhig meine Pflaumen da unten fressen. Damit habe ich gar kein Problem. Sie lassen meine Bienen in Ruhe. Also nur mal so ein Tipp für die Imker, die eventuell sagen, Mensch, ich habe immer mit Räuberei mit Wespen zu tun. Ich kann es nur empfehlen, kauft euch mal ein paar Pflaumen, wenn ihr keine eigenen im Garten habt.
lasst die mal überreif werden, schmeißt die einfach mal in die Nähe eurer Bienenstöcke und es kann ohne weiteres sein, dass ihr jo, gar keine Probleme mehr mit der Räuberei habt, weil die Wespen einfach sagen, hey, okay, leichtere Beute, was soll ich mich mit einer anderen Biene rumprügeln? Ich gehe jetzt ran an die ganze Nummer und ich fresse dort die Pflaumen. Abgesehen davon war auch der ein oder andere Schmetterling mal schon hier mit bei und hat sich dann auch schon mal eine vergorene Pflaume geholt. Also, jo, das könnte was sein für die Natur. Ich hoffe, ich konnte vielleicht mal einen Tipp geben, den noch keiner kannte. Ich kannte ihn nicht, ich habe es noch nie gehört und er funktioniert. Also wir werden im nächsten Jahr auch wieder ein paar Pflaumen liegen lassen und warten, ob denn da die Wespen lieber rangehen als an meinen Honig. Das war's, kurz und knapp von den Bienen und den Wespen und der nicht vorhandenen Räuberei in diesem Jahr. Der Andi von der Arche der Nuits. Denkt dran, bleibt knackig, denkt daran die Äpfel.